Willkommen zurück zu Splatoon Online, bei mir eurem Feuerstachel, heute mit einem weiteren Commentary und zwar werden heute wieder ein paar Fragen den Stachelfragen beantwortet. Die erste Frage kommt von Lukas GFB. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen? Das ist eine sehr gute Frage, im Kontrast dazu gibt es dann später auch noch die Frage, wie ich mich in der Zukunft sehen würde. Also, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, würde ich auf jeden Fall mindestens ein Jahr zurückdrehen und sagen, okay, Digga, du hörst niemals auf zu trainieren. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber man baut Muskeln viel, viel schwerer auf, als dass man sie verlieren kann. Man baut zum Beispiel ein Jahr Muskeln auf, hat von, keine Ahnung, 70 Kilo mager. Ich rede jetzt nicht, dass man irgendwie eine Fettzunahme hat oder so, sondern wirklich nur Muskelmasse durch Training. Zum Beispiel auf 80 Kilo sich hochgearbeitet, das heißt um die 10 Kilo Muskelmasse. Natürlich kommt noch ein bisschen Fett mit dazu, das ist unweigerlich auch noch der Fall gewesen. Aber grob ist es praktisch nur Muskelmasse gewesen. Auf 80 Kilo hochgearbeitet und dann isst man ein paar Monate lang nichts mehr. Heißt 1, 2, 3 Monate. Das Endresultat ist, man hat fast die gesamten 10 Kilos wieder abgenommen. Oder auch nur die Hälfte und eben Fett aufgebaut, weil man seine Ernährung nicht ändern konnte. Und wie viele von euch wissen, mehr Muskeln, besserer Energieverbrauch, weniger Muskeln, mehr überschüssige Energie, die man dann in Form von Fett im Körper einlagern kann, weil der Körper sich denkt, yo, wir haben was für schlechte Zeiten, ist ja nicht so, als ob direkt neben uns ein Supermarkt wäre und wir mit einfachen Geldbeträgen da was kaufen könnten. Nein, ist gar nicht so. Der Körper denkt dann einfach so, okay, sieht zwar scheiße aus, aber packen wir mal 1, 2 in die Rippchen rein, das wird schon gehen. Und da habe ich wirklich auf 73 Kilo mich wieder runtergearbeitet. Sehr, sehr schön. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den ich ändern könnte. Ein weiterer Punkt wäre auf jeden Fall, dass ich, ja, ein bisschen mehr für die Arbeiten gelernt hätte. Weil wie viele von euch wissen, habe ich ja nicht nur die Schule gewechselt, sondern ich habe auch praktisch im Zuge der Schulwechselung auch die Klasse wiederholt. Das heißt, ich habe mich nicht in dieselbe Klasse, in der ich vorher war, einordnen lassen, sondern in einer Klasse unter mir, damit ich den Stoff wieder habe. Übrigens, falls jemand von euch denkt, oh, ich wiederhole bald auch, glaube ich, oder meine Noten sind auch nicht so im Olymp hochgeschossen, dann denkt wirklich mal ans Wiederholen nach oder übers Wiederholen allgemein nach. Ich meine, ich hatte jetzt zwar nicht wirklich den schlechtesten Schnitt, das heißt insgesamt, glaube ich, um die 3-0 oder so, aber ich merke, dass wenn man wiederholt, einfach die Sachen viel, viel leichter angehen kann. Zum Beispiel in Bio und Geschichte stehe ich jetzt mündlich auf 15 oder 14 Punkte. Das ist jetzt im Punktesystem und im normalen System wäre das eine 1 oder eine 1 plus. Also ich weiß jetzt aber nicht, wie es in den Arbeiten laufen würde, aber ich gehe davon aus, dass wenn es 15 und 14 Punkte mündlich sind, das heißt eine 1 oder 1 plus, dass es in den Arbeiten dann auch nicht deutlich schlechter ausfällt. Und ich habe meinen Schnitt praktisch dadurch ordentlich angehoben, denn in Bio hatte ich vorher 5 Punkte, was einer 4 gleicht. Also wirklich, wenn ihr sagt, okay, ich habe das ja total verkackt, ich weiß, dass ich deutlich mehr schaffen würde, dann denkt einfach drüber nach zu wiederholen. Euch wird niemand deswegen verschlagen und ihr werdet auch nicht durch sein. Ich meine, eigentlich könnte es euch auch egal sein, was die anderen über euch denken. Ihr seid ein Jahr in einem Jahr später weg von denen. Und falls ihr sie ihn dann nochmal sehen solltet und ihr damit was weiß ich ankommt mit einem 3-0-Schnitt und ihr dann einfach so 2-0 oder noch besser, ich gehe jetzt einfach mal von 2-0 aus, weil es bei mir wahrscheinlich auch um die 2-0 werden wird. Und bei euch wahrscheinlich noch besser so 1 irgendwas. Und dann seht ihr sie nochmal und dann sagen sie euch, ja, hast wiederholt, du Trottel, muss es ein Jahr länger machen. Sagst du so, Digga, ich hab meins Nullerschnitt. Übertrieben jetzt aber. Ungefähr so kann man sich das auch denken. Das heißt, gebt einfach Dreck auf die Meinung von anderen und zieht einfach euer Ding durch. Falls ihr denkt, okay, wiederholen wird mir was bringen und ihr werdet dadurch besser abschneiden, weil es interessiert euch nicht. Es hat euch wirklich null zu interessieren, was andere darüber denken. Die habt ihr in einem Jahr weg. Außer es sind wirklich Best Buddies for Life. Und ihr seht sie dann danach auch immer, weil ihr, was weiß ich, in eine WG zusammenzieht oder sonstiges irgendwie miteinander zu tun habt. Ihr habt das Zeugnis für den Rest eures Lebens. Es ist zwar nicht mehr ganz so wichtig, nachdem ihr studiert habt, aber solltet ihr nicht studieren und irgendwas anderes machen, es ist euer Lebenszeugnis. Ihr werdet kein anderes mehr kriegen, wenn ihr es einmal habt. Deswegen probiert einfach das Beste rauszuholen. Es ist wirklich so ein guter Rat, so ein tricky Rat von mir. Als Selbstwiederholer probiert es einfach. Es ist möglich. Und selbst wenn es beim ersten Anlauf nicht möglich ist, weil man irgendwie falsch geschaltet ist, oben beim zweiten Anlauf klappt es. Und wenn ihr diesen zweiten Anlauf braucht, dann nehmt ihn einfach.
Es wird euch deswegen niemand verschlagen. Das wäre der zweite Punkt, den ich machen würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Es gibt bestimmt auch noch andere Punkte, wie zum Beispiel, das Mädel wäre eigentlich schon ganz schön hübsch gewesen, warum habe ich sie nicht angesprochen, hätte vielleicht was werden können. Oder, Digga, der Stress da mit meinen Kumpels rum, ich hätte da vielleicht doch einsteigen können. Aber das sind alles nur so kleinere Punkte, wo man sich denkt, so kleine Gewissensbisse. Aber deswegen müsste ich eigentlich extra die Zeit zurückdrehen und die ganzen anderen Sachen auch noch erleben, sowohl die guten als auch die schlechten. Weil ich bin soweit mit meiner Vergangenheit eigentlich zufrieden. Das waren die zwei Punkte, die ich eigentlich wirklich zurückdrehen würde. Oder weswegen ich die Zeit wirklich zurückdrehen würde, weil es was bringt. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach zur nächsten Frage über. Nämlich der Frage, die sich jetzt auf die Zukunft bezieht. Wie ich mich in der Zukunft sehen würde. Sie kommt nämlich von Dirakia. Er fragt 1:1 und weil Twitter mich nicht einloggen lässt, egal was ich mache, frage ich eben hier. Hashtag frag den Stachel. Wo würdest du dich in 20 Jahren sehen? 1 Million Abos, dritter Weltkrieg? Okay, wo würdest du dich in 20 Jahren sehen? Mal die anderen Fragen von ihm beiseite geschlossen. Ich würde mich in 20 Jahren eigentlich sehen, vielleicht, keine Ahnung, im eigenen Heim, irgendwas Eigenes aufgebaut, eine Frau, ein Kind und wir hocken dann abends gemütlich irgendwie vorm Kamin oder was weiß ich, klar, das wird jetzt irgendwie so eine Love Romance oder was weiß ich, wie man das sonst noch betiteln kann und ich lese meinem Sohn einfach, ja, es ist ein Sohn, das weiß ich schon jetzt und er heißt nicht Günther, nein, eine Story vor, irgendwie so eine Story, so von wegen so, wie wenn ich euch jetzt eine Story erzählen würde, genau in dem Stil und man hockt da einfach gemeinsam gemütlich dran und genießt das Leben einfach. Bis dahin will ich mir auch einen ordentlichen Job gesucht haben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe in der Hinsicht Job wirklich nicht wirklich die Einsicht, was ich später machen will. Ich kann mir irgendwie so vorstellen, was in Richtung Informatik zu machen. Damals, als ich jünger war, war auch Bio im Interesse von mir. Und da ich jetzt auch sehe, dass ich in der Schule besser bei Bio geworden bin, sagt meine Mutter, ey, du kannst das mir Info? Weil heute gab es zum Beispiel wieder ein Computerproblem. Ich habe gesagt, ja, wir brauchen das. Haben wir die Sachen eingekauft, USB 2.0 Kabel benommen, angeschlossen an den Router, weil ich hatte zwischenzeitlich kein Internet, weil der Router irgendwie gespackt hatte. Hab den angeschlossen an den Computer, innerhalb von 2 Minuten ging der dann wieder. Deswegen, meine Mutter meint irgendwie, Info wäre was Cooles für mich. Und da ich in Bio jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht bin, was heißt so schlecht, 14, 15 Punkte mündlich, meint sie, ich könnte doch irgendwie so Bioinformatik machen. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt was sagt, Bioinformatik. Wahrscheinlich den wenigsten, weil wie soll man bitteschön Computer mit Biologie zusammenbringen? Das ist doch was ganz anderes. Aber nein, das umfasst praktisch das Gebiet Genetik. Das heißt, die Genforschung, die Gene, wie man zum Beispiel auch in unseren Körpern vorfinden kann. Das heißt, ich befasse mich praktisch mit dem, woraus Menschen oder allgemein gefasst Leben aufgebaut ist. Was eigentlich auch schon was Cooles wäre. Aber ich weiß nicht, ob das so das Wahre ist. Aber vielleicht für die Zukunft bin ich vielleicht ja irgendwie so ein Bioinformatiker. Wer weiß, könnte man ja gut von mir meinen. Und glaubt mir, Freunde, dann gäb's die Stories eures Lebens exklusiv auf meinem Kanal. Deswegen lasst gleich schon mal ein Abo da. Nee, das nur mal so nebenbei. Und weitere Aspekte von mir wären einfach, dass ich mich irgendwie noch fitnessmäßig bewegen könnte. Zum Beispiel irgendwie so Personal Trainer, irgendwie sowas, wo ich dann andere Menschen praktisch auch dazu bewegen kann, ein bisschen glücklicher zu werden, indem sie sich aktiv bewegen, indem sie, was weiß ich, vielleicht Gewichtsprobleme beseitigen, weil manche können einfach nicht abnehmen, ohne dass sie jemanden haben, der ihnen dabei hilft. Oder können einfach nicht das erreichen, ohne jemanden, der ihnen beisteht. Das ist jetzt besser gesagt, weil vielleicht sie nicht diese Durchhaltevermögen haben und sie dann einfach irgendjemanden haben, wo der dann zum Beispiel zuerst anruft und sagt, ja, und nicht vergessen, heute ist ein weiterer Trainingstag, ich warte auf dich. Und dann zum Beispiel immer 1:1 durchstehen. Am besten finde ich halt wirklich die Personal Trainer, die dann auch nicht nur sagen, yo Digga, du hast jetzt das und das zu tun, sondern die hocken sich dann einfach neben sie und machen dieselbe Kacke mit. Ich meine, es gibt auch Abnehmtechniken, wo man dann zum Beispiel sich so einen Ring, kein Ring, so ein Reifen um den Bauch bindet, beziehungsweise eine Schnur um den Bauch bindet, die dann an irgendeinem Reifen befestigt ist und dann einfach so, was weiß ich, durch den Wald rennt. Und die rennen dann da einfach mit. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist jetzt auch nicht wirklich der Spaß schlechthin. Die machen das einfach mit, weil sie einfach Bock haben, ihrem, ich nenne es jetzt einfach mal so Kunden, auch wenn es eine andere Bezeichnung wahrscheinlich hätte, beizustehen und zu sagen, ey ho, wenn du das schaffst, schaffe ich das auch und wenn ich das schaffe, schaffst du das erst recht. Und genau das rüberzubringen, das macht auch schon Spaß. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde.
Vielleicht mache ich auch irgendwie sowas, wo man einfach denkt, okay, ich lasse die ganzen Schienen jetzt beiseite und mache mich irgendwie selbstständig, indem ich im Internet Webseiten programmiere oder irgendwas anderes Informatisches mache. Das heißt, Informatik im Heimgebrauch, wo man einfach in der Bude hockt praktisch und von zu Hause aus arbeitet. Klar, hört sich das jetzt irgendwie kacke an. Ich habe da auch so ein paar Beispiele in der Schule gehabt. Lass mich kurz zitieren. Ein Gamer entwickelte eigene Webseiten und verlangte von der Stadt ein kleines Sponsoring. Als Sponsoring-Details hatte er als Rezension praktisch angegeben, dass ein Gamer aus WoW, ja, World of Warcraft, seine Inhalte feiern würde und sie ihn deshalb doch bitte etwas mit Geld unterstützen sollten. In dem Stil jetzt nicht, aber irgendwie in so einem anderen Stil, ich weiß auch nicht. Webdesigner wäre auch ganz cool, aber ich denke, das wäre eher ein bisschen weniger interessant für mich. Auch wenn es halbwegs interessanter wäre als manch anderes, wie zum Beispiel Medizin. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der wirklich kein Blut sehen kann? Falls ja, dann High Five. Falls nein, dann High Five an jeden, der das auch nicht kann, aber ich kann wirklich kein Blut sehen. Deswegen ist so, nee, dann kipp ich um. Irgendwie liegt es in der Familie. Jeder von meiner Familie kann kein Blut sehen, außer der Herrvater. Irgendwie hätte er uns da ruhig ein paar andere Gene mit überbringen können, die dann einfach sagen, okay, Blut ist eigentlich gar nicht so schlimm und du kannst es bestimmt auch halbwegs verkragen. Okay, aber das war's dann auch mit den zwei Fragen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Falls ja, dann lasst doch bitte schön einen Daumen nach oben da, um mich zu unterstützen und es mich auch gleichzeitig wissen zu lassen. Und wie immer könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um nichts von meiner Wirklichkeit jemals mehr zu verpassen. Und wie immer, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Haut rein und ciao, euer Feuerstachel. Und ja, das tut echt gut, die alte Abspannleitung wieder zu übernehmen. Und jetzt wirklich, haut rein.